Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von ne? Wir müssen das hier schon epischer ankündigen. Zum vierten Amiibo Königstournament auf meinem Kanal. 12 Amiibo und ich stehen uns wieder in einem durchdachten Turnier gegenüber und am Ende wird ein neuer Amiibo-König gekrönt, der am Ende der Saga nach dem nächsten Amiibo-Tournament im großen Finale antreten wird. Neu dabei im Vergleich zum letzten Mal ist nur der Piranha-Pflanzen-Amiibo Bulbi. Gestern noch ein bisschen weiter trainiert und Alter, ich kann euch sagen, der Amiibo ist verdammt gut. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt heute hier gewinnen wird, aber egal. Da wir jetzt 13 Teilnehmer haben, kann es nicht ganz ausgeglichen sein. Wir werden damit beginnen, random ausgeloste Free-for-Alls ein paar Runden zu spielen. In zwei Gruppen, eine mit 6, eine mit 7 Spielern. Eben komplett random ausgelost. Die 7er-Gruppe hat einen geringen Nachteil in der Form, weil die Punkteverteilung gleich ist. Der Platz 7 bekommt 0 Punkte, Platz 6 einen und so weiter, auch in der 6er-Gruppe. Dementsprechend ist es einfach ein bisschen Pech, in der 7er zu landen. Sobald die Free-for-Alls zu Ende sind, machen wir ein Turnier am Ende. Und ganz wichtig dafür, Platz 13 nach den Free-for-Alls, der Letztplatzierte, fliegt raus zum Turnier. Das heißt, man will auf keinen Fall Letzter werden. Auch habe ich eine kleine Discord-Abstimmung gemacht, in der die Leute ein Amiibo bestimmen konnten, der 2 Bonuspunkte bekommen wird. Und ich werde Punkte nicht bekannt geben, bevor es soweit ist. Die 2 Bonuspunkte werden dem gewählten Amiibo sofort gut geschrieben. Ich dachte, es geht darum, wie gut die kämpfen können. Ich will, wie lieb diese beiden Zuschauer was sind. Ich will auch ein bisschen mal was anderes noch einmal. Und wenn ich wissen wollte, wie gut sie im Kämpfen sind, würde ich keine Free-for-Alls machen. Seien wir mal for real. Also, wir haben, inzwischen habe ich auch die Sephiroth-Map. Wobei ich sagen muss, es sagen ja mal hier, Alter, beste Track so ziemlich im Game inzwischen. Das finde ich fast die schlechtesten Tracks, die man auf dieser Map auswählen kann. Aber hier der Track, Alter, der ballert. Der ballert. So, erste Gruppe ist eine 7er Gruppe generiert worden. Und zwar beginnend. Ich kipp kurz meine Amiibo-Kiste aus. Ich feier den Track. Die dunkle Macht. Nick Schrosmer, den ich als einen der Favoriten in diesem Turnier sehe. Oh mein Gott, ich sehe das ja jetzt erst. Wir haben hier eine ganz dicke Ansammlung an Top-Favoriten. Eevee auch noch. Gleich 3 Top-Favoriten auf den ersten 3 Slots. Platz 4 ist weniger Favorit, aber in letzter Zeit eindeutig auch besser als sonst. Hydropi, was vorher Bulbi war. Aber Bulbi ist ja jetzt ein Plant-Amiibo. Übrigens, ich habe die beiden auch sogar noch, bevor ich Hydropi umbenannt habe, gegeneinander kämpfen lassen. Beide haben sehr gut gekämpft und am Ende hat die jetzige Bulbi knapp gewonnen. Dann haben wir den Swagmaster. Aber was ihm im Free-for-All dieser Swag bringen wird, ist natürlich die Frage. Günther hat auch okay performt im Vergleich zu dem, was sonst abgeht gegen Bulbi. Aber immer noch keine Badass. What the fuck mache ich falsch? Ich habe ihn teilweise mit Kämpfen trainiert, in denen ich nur Backair gedrückt habe. Und Latias. 2 der Amiibo in dieser Gruppe haben bereits einmal ein Königsturnier gewonnen.
Sollte einer von ihnen noch eins gewinnen, wird er in diesem großen finalen Legendenturnier einen relativ großen Vorteil gegenüber den anderen haben. Auf geht's, erstes Freefall, 3 Stocks. Los geht's. 3, 2, 1, go! Und wir beginnen. Günther landet direkt gute Hits, aber Eevee unterbricht ihn so ein bisschen. Aber wir sehen schon, Nick Crossma ist jetzt schon ganz, ganz schlecht dabei. Der ist schon auf den höchsten Prozent relativ doll und jetzt schon nicht mehr. Hier sind einfach so viele, da geht's ab. Aber Floink und Tydropi waren gerade ein bisschen am... Nick Crossma hat gerade 3 oder 4 Leute gedownert. Er genehmigt sich. Die dunkle Macht und Floink sind aber nur gestorben. Günther wurde auf jeden Fall auch getroffen, habe ich gesehen. Oder der war nur auch an der Stelle, wurde nicht ganz getroffen und ist von selbst runtergesprungen. Noch eine Down-Air von Nick Crossma, der holt die meisten Kills. Floink ist auf dem Last Stock, was? Günther als einziger noch auf allen. Könnte Günther dieses Turnier etwa mit einem guten Einstand beginnen? Ich verstehe mal noch nicht, wie Floink jetzt schon auf dem Last Stock ist. Natürlich diese Offstage-Battles hier. Oh mein Gott! Wenn ich das richtig gesehen habe, hat gerade irgendwer, ich weiß nicht, wer getroffen wurde, Eevee, glaube ich, eine Combo aus Nick Crossmas Upbeat into Günthers Moment. Backair! Er hat gebackaired! Also, Floink ist schon draußen, Eevee und Nick Crossma an der Spitze derzeit. Beide noch auf 2 Stocks. Jetzt nicht mehr. Eevee auch nicht mehr. Alle sind auf dem Last Stock. Außer Floink, der ist tot. Und ein dicker F-Smash. Haut die dunkle Macht, Hydropi und Latias raus. What the fuck? Und damit Günther Platz 2, Nick Crossma auf 1. What the fuck? Wie viele Kills hat Nick Crossma geholt? Er beginnt dieses Turnier bereits. Seht ihr das? Wollt ihr mich verarschen? Wir haben 3 vierte Plätze! Digga, Nick Crossma beginnt dieses Turnier und will bereits klar machen, dass er hier der fucking Gott ist. Ich glaube, der hat eine 2-stellige Killeranzahl geholt, dieses Match. Also, ich trage Punkte ein. Ich habe auch schon bestimmt, was das Turnier wie geben wird an Punkten. Aber das werde ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt wird es nur im Rechnen ein bisschen komisch. Die bekommen natürlich alle die Punkte für den Viertplatzierten, die Vierten hier. What the fuck? Und Günther auf Platz 2 ist auch ein guter Start, muss man sagen. Floink aber halt ganz ungut. Also erstmal jetzt kurz selber, weil ich schlau bin. 6. bekommt 1 Punkt, das heißt 4. bekommt. Zack. Bei dir. Bei dir. Und bei dir. Ich glaube, die dunkle Macht hat einen besseren Start als sonst. Die war doch in Free-for-Alls immer so das letzte Opfer. Nee, warte, ergibt das Sinn? Bin ich gerade behindert? Ich kann nicht rechnen. Sekunde. Warte. So, das muss ich jetzt mal laut zählen. Platz 6 bekommt 1, Platz 5, 2, Platz 4, 3, Platz 3, 4, Platz 2, 5 und Platz 1, 6. Doch, passt. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, weil ich irgendwie dachte, Platz 1 muss doch auf 7 kommen, aber nee. So, das sind die ersten Zwischenstände. Was sind die Stats? 9 Kills von Nick Crossma. Der sagt dir schon, der will hier gar nichts anbrennen lassen. Er hat ziemlich sicher mit diesem einen F-Smash alle 3 da rausgehauen, weshalb sie Gleichstand haben. Und ich hoffe, die Sonne ist gerade nicht zu schlimm.
Die Sonne ist so schlimm wie fast noch nie zuvor in einem Video, geil. Wenn jetzt der Vorhang hängt, dann muss ich los. Mein Gott. So. Also, Nick Cross mal mit absoluter Dominanz am Start. What the fuck ist mit dem los? Er hat 2 Kills gegen jeweils Hydropilatias, Floink und die Dunkle Macht und einen gegen Günther geholt. Der gegen Günther war aber auch nur notwendig, weil am Ende die beiden als einzige auf dem Feld standen. Was ein Begegnung. Warum scheint die Sonne noch auf den Screen? What the fuck? What the fuck? Das ist gar nicht so schlimm, das lasse ich jetzt. Also, es ist ja relativ klar, wer jetzt in Gruppe 2 vertreten ist. Und zwar... Hui, 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 machen wir euch mal alle weg. Und zwar an erster Stelle... Einer der Favoriten für die Position, die nicht ins Turnier eintritt. Darkrai. Auch der nächste, auch ganz, 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 ganz beschissener Spieler. Zu bad, um sich selber als Spieler einzustellen. Das geht nur hier. Ich. Spoiler, die Abstimmung habe ich auch nicht gewonnen. Ihr hasst mich. Okay, es hat sowieso nur einer abgestimmt, wenn man ehrlich ist. Ich meine, letztes Mal haben ja irgendwo auch die Balinisten am Ende bestimmt, dass Shinux gewonnen hat. Ich meine, er hatte einen Punkt mehr als Nick Crossman, aber ich habe ihm die Wahl gelassen, 1 oder 2 und bei einer der beiden Zahlen, weiß nicht mehr welche, hätten wir noch ein finales Match Nick Cross mal gegen Shinux gehabt, bei einem gewinnt Shinux einfach und das haben sie gewählt. Lord Ecke bin ich mal sehr gespannt auf die Performance. Hier ist meine Hoffnung für den letzten Platz. Es ist nicht überraschend, dass es Genocide ist, wenn ich das sage. Und an letzter Stelle der neueste Amiibo. Bulli. Ab geht's. Wir sind 12 Minuten drin und jetzt im zweiten Free-for-All. Das wird ein Spaß. Und ich habe ursprünglich geplant, dieses Mal nur 1v1s zu machen. Hab's aber als meine Rechnung bei irgendwie 150 oder so war gelassen. Zu 6 fühlt sich irgendwie gar nicht mal so viel an, wenn ich ehrlich bin. Oh, Shinux geht dick auf mich. Ich merke schon, ich lieg hinten. Shinux! Hä? Seht ihr das? Shinux fokust mich doch! What the fuck? Jetzt saved Shinux sogar noch Genocide. Dieser Amiibo verschwört sich gegen mich. Und wer footstompt hier die ganze Zeit, Leute? Irgendwer footstompt die ganze Zeit aus den Angriffen anderer heraus, Leute. Genocide, du... Jawohl, Genocide ist letzter, worth it. Junge, habt ihr gesehen? Die hassen mich alle. Die gehen zu dritt auf den Spike gegen mich. Bulbi, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Lord Ecke ist der Zweite, der raus ist. Wie ist Darkrai noch da?
Natürlich taggt Shinox, keine Frage. Und natürlich hat er noch einen Stock. Darkrai raus. Bulbi, Shinox und ich. Ey, jetzt combo die mich! What the fuck habt ihr... Ich fühle mich gerade von meinen Amiibo gehasst. Die gehen zu viert drauf, mich zu spiken. Team-Kombo nicht. Shinox hat mich am Anfang eindeutig gefokust. Darf ich anmerken, dass Bulbi gerade auf einem guten Weg ist zu gewinnen? Stabiler Lead fürs erste Match von Bulbi. Wir haben hier wirklich schöne Überraschungen heute mit Günthers Erstplatzierung. Der Ansicht, dass meine Vermutung zu Nick Crossmas Sieg nicht ungerechtfertigt ist. Jetzt aber aufpassen, eine Downer von Shinox tötet gefühlt. Der Lead schrumpft und schrumpft. Es wird ein closes Match. Zeigt auch nochmal, in einem 1v1 hat Bulbi letztlich noch keine Chance und verliert auch noch. Shinox gewinnt. Shinox hat bereits ein Königsturnier gewonnen. Will er tatsächlich gleich aufs nächste gehen? Er ist der Sieger des letzten Königsturniers. Also, dann verteilen wir mal Punkte. Dabei sage ich nicht viel, ich will wirklich nicht die Punktzahlen dieses Mal sagen, auch wenn man sie sich ausrechnen kann, wenn einem langweilig ist. Aber macht's euch selber spannender. Die letzten Male war es bei den Turnieren ja immer so. Dann eher mäßig. Das gibt die Anzahl, das gibt, wenn ich es mal finde, die Anzahl und das gibt die Anzahl. Interessanter Zwischenstand. Kann man nichts sagen. KOs hatte ich die meisten und dann Shinox. Ja, okay, von den Kills her sieht es eher aus, als hätte ich Shinox gefokust, als andersrum. Shinox hat eher Darkrai und Bulbi. Warum würde Shinox Bulbi fokusen? Hallo? Lore? Wo bist du? Dann muss ich jetzt kurz neue generieren. Neue Teams. Hust. Die sich gegenseitig die Presse einschlagen. Also, Rerun. Oh mein Gott, oh nein, oh fuck, oh nein. Ich bin im absoluten... Oh scheiße, ich werde untergehen. Ich werde so untergehen. Also, wer aus dem Bracket hier noch drinnen ist, sind Lord Ecke, Bulbi, Darkrai, Genocide und Shinox. Warte. Lord Ecke, Darkrai, Bulbi, Gino. Das sind alle! Das sind alle außer mir! Alle in dieser Gruppe außer mir bleiben! Und es kommen Hydropi und Floyd dazu. Ihr könnt euch ja schon ausrechnen, gegen wen ich dann gleich spiele. Ab geht's. Nick Crossma, Günther, Eevee, Latias und Dunkle Macht, das wird ein gutes Match. Mal gucken, ob Nick Crossma dann sein Lied noch mehr ausbauen kann. Aber erstmal wird das Shinox-Ziel sein. Und ich bin auch gespannt, wie Bulbi dieses Mal performt. Der Anfang war ja eindeutig sehr gut von diesem... Ihr seht, ich habe diesen Plant Amiibo zu gut trainiert. Das ist, glaube ich, schon die sechste Neutral Bee, dieses Match. Da instant auf den Spike gegangen. Diese Offstage... Ich trainiere meine Amiibo zu gut. Die gehen alle nur auf die Spikes. Okay. Wow, Darkrai hat einen Spike gelandet, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier passieren seltsame Dinge. Shinox verliert als drittes bereits einen Stock. Kein guter Anfang für ihn nach dem ersten Kampf. An letzter Position steht jedoch gerade wieder Floink. Oh mein Gott, Alter. Shinox hat gerade den einen fetten Upsmash geballert. Forward Air von Lord Ecke. In Führung derzeit... Genocide, Darkrai, Hydropi.
Also auf Stock, von Stocks her sind alle außer Floyd gleich. Genocide ist tot, jawohl! Floyd muss sich anstrengen. Der ist schon letzter. Wenn er jetzt nochmal letztplatziert wird. Er ist letztplatziert. Bulbi, Hydropi und Darkrai, einzige noch auf zwei Stocks. Shinux scheint dieses Mal nicht so gut klar zu kommen wie letztes Mal. Natürlich ist es super, das zu kommentieren. Oh mein Gott! Hat Shinux gerade Footstomp into Down-Air gemacht, wobei er einen gefootstompt und zwei gedown-airt hat? Shinux wird gerade rumgereicht! Oh mein Gott! Die Amiibo-Team-Kombon gerade! Und Bulbi hat... nee, das ist nicht mehr Bulbi. Hydropi hat Shinux Ability. Darkrai ist raus. Hydropi und schon wieder Bulbi und Shinux Top 3. Das ist doch geskriptet. Die Lore schlägt zurück. Es sah gerade kurz aus, als würden Bulbi und Shinux jetzt wirklich Team. Aber Shinux ist raus auf Platz 3. Hydropi gegen Bulbi. Im Finale. Führung liegt bei Bulbi. Ein Hit kann es finishen. Und da ist er, Bulbi, absolut gute Performance bisher. Digga, ich habe diesen Amiibo gestern trainiert und er sieht so aus, als hätte er eine Chance auf den Gesamtsieg. What the fuck passiert hier? Ich glaube, wir werden drei oder vier Free-for-All-Runden machen, das werde ich noch sehen. Also, wir haben... Floink, streng dich mal an! Es sieht im Moment stark danach aus, als ob wir im 1v1 Floink nicht sehen dürften. Und da sage ich wirklich dürften. Floinks Gameplay im 1v1 ist immer schön. Die Punkte vergebe ich natürlich sehr ungern. Dann haben wir da diese Anzahl an Bonuspunkten. Da haben wir diese Anzahl. Sehr überraschendes Ergebnis, meiner Meinung nach. Und das ist eh... Ja, ich bin gerade bei Platz 1. Das ist fucking überraschend. Je nachdem, was jetzt passiert, das sage ich jetzt einfach mal, das ist nämlich offensichtlich... Je nachdem, was jetzt passiert, die meisten Kills... Hydropi! Hydropi hat... Oh mein Gott, was ist mit dir? Hydropi ist eine fucking Killermaschine und auf Darkrai hat er schon mal gar keinen Bock. Alle drei Stocks. Floink hat 3 gezogen. Darkrai auch 4. Shinux nur einen. Warte, was? Hat er nicht eine... Ich weiß, er hat laut Ecke Footstomp into Downhead, aber ich dachte, er hätte Bulbi dabei noch mitgetroffen, aber anscheinend nicht. Hydropi. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass Kirby jetzt nicht mehr Bulbi ist. Betet jetzt für mich. Betet. Falscher Spirit. Das wird ein Spaß. Und zwar stehen auf der Liste neben mir, wie bereits erwähnt, Nick Schlossmer. Wenn jetzt eine gute Performance von ihm kommt, ist das eine sehr wichtige Grundlage für ihn. Günther. Mit einem guten Anfang letztes Mal, da kann man nichts sagen. Evie, habe ich ehrlich gesagt jetzt schon vergessen, wie sie abgeschnitten hat. Ich glaube, okay, 4. oder so. Es sind einfach die Heavies United, Digga. Heavies! Heavies for the win! Mehr Heavies! Jawoll! Heavies! Nee, warte, was? Fast nur Heavies!
So, ab geht's. Das wird ein Gemetzel. Also, drückt mir die Daumen. Oh mein Gott, ich spawn zwischen Nick Crossma und Eevee. Da will ich nicht sein. Ich sehe bereits zwei Kronen rumfliegen. Nick Crossma Benutzer. Ist das dein Ernst? Nick Crossma, du dummes Arschkind! Nick Crossma geht jetzt schon wieder auf fette Down-Airs, hat mich schon getötet. Habe ich gerade jeden einzelnen... Was war das für ein Disrespect? Ich habe gerade die dunkle Macht gebackert und Günther hat sie daraus gefootstompt. Und Latias springt von der dunklen Macht ab, um mich anzugreifen. Hier werden mir zu viele Footstomps genutzt und Günther will backern. Günther spielt gut. So, es wird Zeit für das King K Neutral. Okay, Nick Crossma, Rache, endlich tot. Nachdem ich durch ihn der Erste war, der einen Stock verloren hat. Ich und die dunkle Macht sind im Moment die Benachteiligten in diesem Kampf. Oh mein Gott, Günther kombot aus meinem Move und tötet Nick Crossma. Und tötet mich fast, also irgendwie nicht fast, aber er greift mich an, wenn ihr versteht. Noch keiner tot. Ich nehm's zurück. Könnt ihr bitte aufhören, alle zu footstompen? Es ist ein Gemetzel. Jeder footstompt jeden. Punkt. Fucking Nick Crossma! Nick Crossma ist einfach eine fucking Killmaschine. Nick Crossma gegen Günther. Wieder die Top 2. Was? Und wieder gewinnt Nick Crossma, was ist das? Dieses Königsturnier wird komplett einseitig. Bulbi, Nick Crossma und Günther belegen hier nur Top-Positionen. What the fuck? Was passiert hier? Das ist ja nicht mal spannend. Der wird halt gleich sofort halt von den anderen gekauft. So ungefähr. Die dunkle Macht ist nicht so gut im Free-for-All. Man merkt das immer wieder. Ich bin nicht so gut in, ja, vielem. Merkt man immer. Es gibt nichts Schöneres, als sich selber zu respekten. Also, dann haben wir da nochmal einen Plus von... Zack. Zack. Und ich glaube, ich muss auch nicht sagen, wer in Führung liegt, ne? Ich meine, zweimal das Free-for-All gewonnen als Einziger. Ich finde es übrigens interessant, dass alle Charaktere, die nicht Erstes sind, für den Ersten klatschen. Obwohl das zu der Persönlichkeit von einigen Bösewichten absolut nicht passt. Tja. Aber du siehst ja zum Beispiel, wie motiviert die dunkle Macht da unten ist. Der fucking Slow-Clap. Nick Crossma, schon wieder 7 Kills. Der Typ ist eine Maschine, der holt das. Ich hab's schon vorm ersten Free-For-All gecallt, dass er das Ding heute holt. Und es sieht danach aus, der Typ ist ein Monster. Ja, halt die Schnauze mit deinen 2 Kills gegen mich. Dafür hab ich Günther ganz gut rausgedönert. Und er hat eben 2 gegen Eevee, 2 gegen mich, einen gegen die Dunkle Macht, einen gegen Latias und einen gegen Günther-Moment. Und ich habe trotzdem deutlich mehr Damage gemacht. Ja, okay, der Typ tötet ja auch einfach auf gefühlten Null mit seiner Downer. Die nächste Runde ist bereits generiert, so falls ich es nicht angemerkt habe. Wir ändern mal die Musik. Langsam geht's in eine knappe Phase. Platz 13 muss ich mal anstellen. Okay, muss ich eigentlich wirklich Platz 13 sagen? Wir haben einen, der zweimal Siebter geworden ist. Floink muss sich langsam mal an. Oh nein. Floink ist schon wieder in der Siebener Gruppe. Der Typ hat kein Glück. Also, von denen, die hier sind, sind in Gruppe 1 drinnen. Nick Crossma. Wirklich? Nur Nick Crossma?
Wow! Vorhin waren alle, die in einer Gruppe waren, auch in der nächsten, außer mir. Und jetzt ist nur Necrozma. Aber hier, das könnte sehr wichtig werden. Bulbi, Shinux, Necrozma. Alle in derselben. Dann, Lord Ecke ist eher so eine Nebenerscheinung. Du bist leider eine Erscheinung. Ich find's super, wie es nie auffällig, schon vorher auffällig ist, wen ich meine bei Genocide. Jetzt könnte es echt spannend werden. Vor allem Necrozma und Bulbi, die beide hier absolut am Dominieren sind zurzeit, müssen hier jetzt eine der bisherige Führung ausmachen. Er hat gesagt, okay, bisherige Führung ist, hat schon Necrozma, aber das hier ist auf jeden Fall wichtig dafür. Und instant wieder ein Footstomp, ich sehe es schon. Wer mich positiv überrascht, er macht jetzt hier keine Meisterleistung, aber Darkrai ist nicht so schlecht dabei. Wann kommt die erste Necrozma down, er? Wir warten alle nur drauf, ich weiß es. Bisher läuft es aber nicht so gut für ihn, anders als für Shinux. Bulbis Neutral B rasiert. Necrozma ist in einer unguten Lage. Und Lord Ecke bringt sich selber. Ich dachte kurz, da wäre die erste Necrozma Down Air. Aber nee, sie waren eine Down Air gegen Necrozma. Shinux will hier diesen Gendorf nichts mehr machen lassen. Necrozma ist in ganz gefährlichen Positionen offstage, ohne Jump. Es sieht aus, als würde sein ganzer Lead in diesem einen Kampf dahinschmelzen. Er muss, Shinux ist raus. Shinux und Bulbi müssen weg, wenn er hier noch was reißen will. Shinux und Bulbi sind gestorben. Keiner ist mehr auf 3 Stop. Warum ist Genos halt so weit vorne? Hier, seht ihr das aber auch? Shinux und Bulbi teamen hier doch wirklich. Die machen einen auf Lore. Die haben gefühlt die Kämpfe davor schon geteamt und jetzt gehen sie einfach nur beide auf Necrozma. Die haben hier echt die Lore mit Löffeln gefressen. Da kann keiner was sagen. Natürlich, da geht Necrozma auf Down erst. Er ist nämlich Necrozma, das macht er so. Bulbi, Shinux und Lord Ecke sind an den Top-Positionen. Dicke Back Air tötet Lord Ecke. Dicke Down Air. Oh, ich weiß nicht, ob Necrozma ohne Darkrai Back Air überlebt hätte. Ich hab grad kurz gar nicht gerallt, was abgeht. Ich dachte, Necrozma wäre tot. Aber nein, Shinux ist es. Oh mein Gott, Darkrai geht auf dicke Edgeguards gegen Bulbi. Und könnt ihr bitte endlich aufhören, euch zu footstompen? Bulbi ist raus, das ist groß. Und Necrozma ist trotz allem in den Top 3. Dass er nach Bulbi noch drin ist, ist ganz wichtig für ihn. Ist das ein Kill? Nein, Necrozma lebt. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie Lord Ecke da die Forward Air landen wollte? Oh! Das heißt, Shinux hat Necrozma ausgeschaltet. Bulbis Vorsprung, der nicht vorhanden war, sie lag hinter Necrozma, aber Bulbis Nähe zu Necrozma hat sich verringert. Aber Shinux kann jetzt hier was machen. Er und Lord Ecke im letzten 1v1. Es wird close, aber Shinux ist einfach ein Favorit, was das angeht, muss man sagen. Aber Lord Ecke stellt sich gut an. Und holt das Ding! Das ist für Shinux ein dicker Rückschlag, glaube ich. Das ist für ihn ein ganz, ganz dicker Rückschlag. Er hätte diese Punkte gegenüber Necrozma. Ich habe gar nicht gereiht. Ich dachte, Bulbi wäre Vierte. Die ist ja sogar Fünfte. Ganz schlechter Kampf für sie.
Und ganz guter Kampf für mich, weil Gino sein ist schon wieder letzter Jahr! Ich bin sehr unparteiisch gegenüber all meinen Amiibo. Es gibt keine Ausnahmen. Außer die Hälfte seiner Amiibo. Warum die Hälfte? Der Einzige, gegen den ich wirklich was hab, ist Genocide. Das ist vielleicht das hat die Festung bedeutet. Ich sehe gerade, Lord Ecke hatte ja gefühlt vorher gar nichts. Das war wichtig für ihn. Also, ab geht's. Nächstes Duell. Kills. Hier mit Crossma und Shinox. Die wollen hier einfach nur einen persönlichen Krieg draus machen. Letztes Mal schon. Letztes Mal haben die beiden ganz knapp Plätze 1 und 2 um einen Punkt belegt. Und deswegen wollen sie hier jetzt einen persönlichen Krieg draus machen. Man sieht auch Shinox 2 Kills an Nick Crossma. Das hier geht's nicht um alle Amiibo. Hier geht's nur um Shinox und Nick Crossma. Und wenn das so weitergeht, dann wirklich. Also, Slot 1. Ich meine, wär ganz schön, wenn ich jetzt nicht von meinen Amiibo getaggteamt wäre. Ich hab euch erschaffen, bitte seid nett. Hier, Alter, du verstehst es doch. Du verstehst es doch, ne? Du verstehst es doch, oder? Obwohl, letztes Mal habe ich die meisten Kills gegen ihn geholt. Ich glaube, der hat keinen Bock, das zu verstehen jetzt noch. Eevee, merkt man, ist kein wirklicher Free-for-All-Amiibo. Anders als Hydropi. Hydropi ist echt gut dabei. Kann man nichts sagen. Ich weiß echt nicht, wo das herkommt. Vor ein, zwei Turnieren war dieser Amiibo noch ohne Frage der schlechteste. Und jetzt auf einmal geht er unfassbar ab. Auch im letzten 1v1-Turnier ja. Immerhin ins Halbfinale. Dann haben wir Hydropi, Latias. Da fehlt noch irgendwo. Wer ja, ja. Ja, der hat so wenige Punkte, den kann man mal vergessen. Und auch, man merkt das in diesen Königsturnieren. In Free for All ist die dunkle Macht keine so große Bedrohung. Ab geht's. Ich würde sagen, wir machen danach aber noch eine Runde Free for All. Oh Gott, die Carol spawnt zusammen. Greif mich nicht an, bitte, danke. Ja! Komm, Günther, wir teamen! Leute, wir gehen wieder offstage. Jetzt mal jetzt. Diese Kämpfe sind gefühlt nur offstage. Ich glaube, irgendwer wurde da gerade mies gecombot, wenn ich das richtig gesehen habe. Gefühlt geht jeder nur offstage und versucht irgendwie die anderen zu edge-guarden. Eevee wird hier rumgereicht. Hier kommen ganz miese Team-Kombos zustande teilweise. Und Günther landet back erst. Und die dunkle Macht landet down erst, Hilfe. Oh mein Gott, Eevee macht einen dicken Edgeguard, wird aber dafür noch gepunished. Eevee ist Letzte! Und Latias hat gerade ihren ersten Stock verloren. Da fuck. Ich glaube irgendwie, wenn ich... Und dann stirbt Latias auf 20. Ich wollte gerade sagen, dieser Kampf wird nicht knapp. Latias war zu gut dabei. Ach, ich habe auch noch einen. Dunkle Macht. Du kannst nicht, nachdem ich gesagt habe, du bist nicht bedrohlich in Free for Alls, gewinnen. Oh, Günther ist raus. Wir haben hier zwei Insta-Drop-Amiibo. Mich und die dunkle Macht. Diese Footstumps!
hätte gern die dunkle Macht weg. Oh Gott, ich werde gegessen. Wait, what? Was? Ich wollte nur die dunkle Macht loswerden. Ich wollte doch nur die dunkle Macht, Meteoren. Wo kam Latias her? Ich meine, ich nehm's. Und Ivy, ganz kritisch. Günther war auch noch in einer deutlich besseren Lage zuvor. Also, wir haben hier einige, die eine wirklich schlechte Situation sich damit geben. Ah nein, wir sind ja sogar in 7er-Bracket. Ivy bekommt nichts. Scheiße, Rückgängig. Danke, so viele Punkte hatte sie. Das ist natürlich auch mies. Hydropi war vorher wirklich gut dabei. Und flunkert Punkte! Und wir haben 2x5 Punkte. Aha. Und ich bekomme 6. So, die derzeitigen Zwischenstände. Warte, war das jetzt eigentlich unsere dritte Free-for-All-Runde? Ja, ne? Eine letzte machen wir noch. Ich sehe schon wieder Floink im 7er-Bracket. Also, es wird spannend jetzt. Es wird spannend. Dieser letzte Kill oder diese letzten Kills waren... Oh mein Gott, sind die Kills ausgeglichen. Wir haben 4 Leute mit 4 Kills. Ich werde wahrscheinlich gleich aber einen Cut setzen müssen zwischendrin. Also, aus dem Bracket, was wir hier gerade haben, neue Musik, bleiben hier Günther, Hydropi, Ivy, ich und Dark Force bzw. Dunkle Macht. Okay, wir haben. Ich mach das mal. Dunkle Macht hier rein. Das heißt, 5 aus der Runde gerade eben sind noch da. Der bzw. die einzige, die noch dazukommt, ist Bulbi. Ich glaube, das ist ihr ganz sympathisch, dass sie nicht im selben Kampf ist wie Shinux und Necrozma. Also, ich glaube, mit meinem Win habe ich mich in eine gute Situation gebracht und werde nicht rausfliegen. Es ist noch nicht sicher, wer rausfliegt. Da ist noch was möglich. Moin Günther, wir sind wieder... Nein! Ich dachte, wir sind ein tolles Team. Ivy ist tot. Und Günther geht hart ab. Wie ist Ivy schon wieder tot? Es sterben einfach Leute. Bulbi! Es sind einfach nur Spikes! Es ist einfach ein Chaos. Oh mein Gott, Bulbin, ich komme selber nicht mehr klar, das Ganze überfordert mich. Seht ihr, wie die alle runterkommen? Nein! Hydropi, stopp! Kann ich auch mal wen spiken? Oh Gott, ohne Ivy wäre ich vielleicht tot gewesen. Ich wurde gerade so rumgereicht. What the fuck? Ich wurde noch nie in meinem Leben so rumgereicht wie da gerade. Ich wurde einmal durchs ganze Feld jongliert. Kann Bulbi... kann Hydropi machen? What the fuck?
ich und Ivy sind krank! Das war das Beste, was je irgendwelche Amiibo gemacht haben. Habt ihr das gesehen? Dieser Kampf war krank. Ich bin als Erster raus, scheiße. Aber Alter, da waren so kranke Teamkombos. Vor allem, Digga, habt ihr gesehen, was ich und Ivy gemacht haben? Ich habe recovered und Ivy hat, ich glaube, gegen die dunkle Macht war's. Oh, Günther ist raus. Bulbi ist wieder vorne dabei. Und Tydropi auch. Aber ich und Ivy, ich bin recovered. Und Ivy hat aus der Recovery-Hitbox die dunkle Macht gefutstompt, wieder in die Recovery-Hitbox, nochmal draus gefutstompt und ich hab draus gebackt. Die Downer, das war's, Bulbi gewinnt. Bulbi hatte eine sehr schlechte Runde, aber hat trotzdem, wenn's im 1v1-Turnier läuft, noch Siegeschancen fürs gesamte Tournament. Denke ich. Ich habe das gerade einfach so hergesagt. Dann Punkte verteilen. Und ich muss einen Cut setzen. So, weiter geht's. Hab die Punkte schon eingetragen inzwischen. Wir gucken auf die Stats. Ich habe den Kampf schon abgespeichert. Bulbi, Hydropi und die dunkle Macht haben die meisten Kills geholt. Bulbi auch. Bulbi auch schon, passt. Der meiste Damage, eindeutig Hydropi, der ist gut dabei. Und damit haben wir das letzte Free-for-All. Und muss da jetzt irgendwer das so laut da drüben hören? Ich muss die Tür zumachen. So, das entscheidende Free-for-All. Und zwar an Stelle 1 Floyd, unfassbar gefährdet, den letzten Platz zu belegen. Genocide, auch nicht sonderlich gut dabei. Lord Ecke ist kein Siegesfavorit, ist kein Letztplatzkandidat. Nicht besonders. Aber Nick Schrossmer ist ein ganz dicker Erstplatzkandidat. Und er hat ein ganz gutes Bracket hier. Darkrai zum Beispiel stellt sich heute besser als sonst, aber ist nicht der krasseste Gegner. Latias geht einfach auf ekelhafte Plays, habe ich das Gefühl. Aber wäre natürlich ganz Schlimmes für Nick Crossmar, was wieder einen persönlichen Krieg auslösen wird. Shinux. Dieses Freefall könnte im Endeffekt viel entscheiden. Und das werden wir jetzt sehen. Ich schließe derzeit meinen Laptop an. Ich habe kurz nicht hingeguckt und Floink ist auf 38. Aber keine Angst, inzwischen sind schon einige wieder höher. Genocide landet gerade eine ganz gute Combo auf Ganondorf. Oh mein Gott! Nick Crossmar ist als erstes tot! Er wurde heftig gecombot! Wenn Nick Crossmar... Shinux ist aber auch schon tot! Nick Schrossmer muss ganz dringend aufpassen. Er wird hier gefutstompt. Lord Ecke wurde gesaved. Im Moment Nick Schrossmer deutlich hinten. Das könnte für ihn ganz, ganz schlimm werden. Er ist als Erster auf dem Last Stock. Aber da kommt schon Darkrai nach. Aber vor allem Shinux muss für ihn schnell verlieren. Und so wie das im Moment läuft,
sieht es nicht gut aus. Nick Schossmann muss jetzt was machen. Er hat schon mal gesichert, dass er nicht letzter wird. Shinnok ist raus, wichtig. Aber hat noch einen Stock. Nick Schossmann muss jetzt ganz dringend aufpassen. Er ist in einer kritischen Lage. Er muss versuchen, irgendwie Shinnok wegzubekommen, bevor er selber stirbt. Okay, aber jede Platzierung, die er noch dazu bekommt, ist wichtig. Das war's für ihn. Aber er hat sich Platz 4 geholt. Shinnok und Latias. Und Shinnok ist im großen Vorteil. Das ist ganz bad für Nick Schossmann. Shinnok ist sein wohl größter Rivale und gewinnt das Free-for-All. Warte, ist Shinnok sein größter Rivale? Ja, doch noch. Also, damit... Ah, nein! Genocide war besser als Floink. Damit ist es auch klar, die Free-for-Alls sind rum und Floink verlässt uns für das finale Turnier. Ich muss noch gucken, wie die Punkte genau verteilt werden. Aber Floink hätte 2 Punkte gebraucht, um aufzuholen zu Genocide. Und damit ist er raus. Das sind 3. Also, ich werde weiterhin keine Nummer nennen. Was ich allerdings inzwischen revealen werde, ist, dass der Abstimmungssieger, der 2 Bonuspunkte bekommen hat, die dunkle Macht war. Es ist ganz mies für Nick Schossmann. Vor allem auch Lord Ecke ist rausgegangen, hat ihn getötet und ist dafür selber geflogen. Er hat wieder 6 Kills, die meisten von allen, gemacht. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Es wird eine knappe Sache. Das Turnier ist bereits vollends durchgeplant und wird wieder einen Luck-Faktor drin haben, da das Bracket komplett random generiert sein wird. Und das wird eine Sekunde dauern, weil ich jetzt alle mehrfach einscannen muss. Wir sehen uns gleich wieder. So, es ist soweit. Die 12 letzten bleibenden Amiibo sind versammelt. Ich werde im Turnier wieder random spielen. Aber egal, welchen Charakter ich bekomme, wenn ich jetzt K-Rill bekomme, dann bekomme ich den und spiele ihn auch. Ab geht's. Ich bekomme... Bowser! Oh mein Gott, das Spiel ist gnädig. Und jetzt kommt das wohl Wichtigste, was noch kommt. Ich bin weggedreht vom Bildschirm. Olaf kann es bestätigen, der sitzt da drüben. Ich habe keine Ahnung, wie das Bracket aussieht. Los geht's. Shinnok ist direkt in Runde 2 gegen Günther und Latias. Nick Schossmann hat allerdings die dunkle Macht als ersten Gegner. Oh Gott, das ist keine gute Ausgangslage für ihn. Das ist keine gute Ausgangslage für... Ich darf Genocide bekämpfen! Aber das könnte ganz kritisch werden. Shinnok in einem immensen Vorteil gegenüber seinem engsten Rivalen in diesem Turnier. Ich werde nicht sagen, wie genau es steht. Darkrai gegen Eevee, Selbstläufer, sage ich, wie es ist. Ist ein Selbstläufer, wenn Darkrai nicht auf einmal fetten Pop-Off hat. Da kommt der Random Taunt. Man sieht's, es ist jetzt schon ein dicker Lead. Es ist einfach so ziemlich Selbstläufer. Wobei es gerade closer ist, als man denken würde. Darkrai ist inzwischen einfach mein fucking Campingstar Amiibo geworden. Was? Jetzt kommt nicht der Upset des Jahres.
Andererseits, ich weiß nicht, ob es ein größerer Upset wäre als im letzten Main-Tournament, als Kirby, damals noch Bulbi, jetzt Hydropi, wie geschlagen hat. DKF-Smash. Aber Darkrai stellt sich gar nicht so bad an. Der hat hier Siegeschancen. Spielt sehr campy, aber er hat Siegeschancen. Geht nicht auf die Down-Air. Das wäre, glaube ich, wichtig für ihn. Ja, an sich schon, aber nicht da. Eevee eindeutig auf Killprozent, aber Lightweight Mewtwo definitiv auch. Ich sag's ja, Stock raus, Eevee ist in Führung. Darkrai, deutlich bessere Performance als sonst, aber es fehlt der Abschluss. Es fehlt einfach noch die letzte Prise zum Sieg. Eevee ist auf 200 und lebt noch. Das darf Darkrai nicht passieren. 219. Das ist natürlich jetzt auch Rage für Eevee krass am Madan. Endlich der Kill. 50% trennen sie allerdings. 70. Es sieht sehr gut für Eevee aus. Wenn Darkrai nicht jetzt was Großes macht. Nein, etwas Großes setzt sich auf Darkrai und damit ist der Kampf rum. What the fuck war das für eine Ending Line? Es sah am Anfang wirklich knapp aus, aber letztendlich hat für Darkrai der Abschluss gefehlt. Besser performt als sonst, aber es reicht nicht. Günther und Latias. An sich schon ein Matchup, dass man eher Latias bevorteiligt sieht. Aber Günther hat heute besser performt als die letzten Male. Wer weiß. Natürlich, für Nick Schrossmer wäre die Traumvorstellung, dass er jetzt rasiert und danach Nick Schrossmer... What the fuck, Günther? Wer ist dieser Cable und was hat er mit meinem Scheiß-Amiibo gemacht? Und er backert. Warum taunten gefühlt alle meine Amiibo inzwischen? Da kommt der Spike von Latias. Es ist ein Even Match. Oh, das ist ein mieser Kill für... Da muss Günther sich schon aufregen, sehr sicher. Er macht die Dash Attack. Das ist sehr gut. Begibt sich aber in eine schlechte Situation. Aber der Kampf ist unfassbar Even im Moment. Der einzelne Jab von Günther. Gerade sind nicht so die schlauesten Optionen am Start. Aber der Kampf ist noch relativ ausgeglichen. Beide sind relativ auf Killprozenten. Aber Günther müsste halt einen guten Kill-Move landen. Eine Back-Air. Oder das! Günther in Führung. Ich sag's aber, wie es ist. Ich glaube, aus Nick Schrossmers Sicht wäre ein Sieg für Latias besser. Sie hat vermutlich höhere Chancen, gegen Shinux zu gewinnen. Und es ist ein sehr closer Kampf. Günther ist endlich wieder zumindest in Richtung seiner alten Kraft. Und der drückt gefühlt mehr Neutral B als Bulbi. Ganz viel Damage von Latias. Dicker Lead, aber noch ist nichts entschieden. Hier, zwei Hits. Günther liegt vorne. Die beiden schenken sich nichts. Was für ein Match. Was für ein Match. Oh Gott, ganz close. Und Latias gewinnt unfassbar knapp. Günther, im Vergleich zu sonst wirklich saugute Performance. Aber Latias hat auch gut gespielt. Einer der besten Kämpfe von Günther seit
Na, Ewigkeit. Er hat verloren, aber ich bin zufrieden. Latias gegen Shinux. Und das hier ist ein ganz elementarer Kampf. Nick Schrossmann muss jetzt zeigen, was er kann. Nick Schrossmann muss zeigen, was er kann. Ansonsten wird die Situation für ihn ganz kritisch. Das ist natürlich ein guter Beginn für ihn. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er wurde noch gesaved! Er wurde noch gesaved! Die Back-Air auf irgendwie 10 hätte fast getötet. Er geht nicht auf die Back-Air. Nick Schrossmann, ganz dicker Rückstand. Er kann sich keine Niederlage erlauben. Aber es sieht nicht gut aus. Guter F-Smash. Er ist noch nicht weit im Rückstand. Die dunkle Macht geht aber auf dicke Moves. Will spiken, kriegt aber den Hit nicht. Close one! Der F-Smash wäre big gewesen. Die Downer auch. Nick Schrossmann will noch nicht aufgeben, aber es ist nicht gut für ihn. Nick Schrossmann hätte da einen Punish bekommen müssen, aber stattdessen unfassbar viel Damage. 109! Wenn Nick Schrossmann jetzt nicht das Comeback seines Lebens macht, dann war's das. Das war's. Nick Schrossmann ist raus. Runde 1. Nick Schrossmann ist raus. Eine der entscheidendsten Szenen dieses Turniers. Nick Schrossmann ist raus. Es lief für ihn so lange Zeit so gut. Und dann das letzte Free-for-All. Und dieses 1v1. Drehen alles auf den Kopf. Fokus! Mein persönlicher Nemesis, ich darf nicht verlieren! Ganz dicker Stock, ganz dicker Stock. Ich gehe auf dicke Plays, ich habe die Führung, die ich dazu brauche. Aber nicht für solche Plays. Ich darf nicht choken. Nicht gegen dich. Die Situation ist gerade wirklich intens. Und was jetzt auch wichtig wird, eigentlich ist der Kampf komplett Underdog-Situation. Aber wenn Bulby gegen Eevee gewinnt, kann das auch noch so viel entscheiden.
wenn Bulbi jetzt gegen Ivy gewinnt, würde das vieles ändern. Aber der Anfang sieht nicht gut aus. Aber oh, auf einmal ist schon wieder ein Lied drin. Oh, was ein Stock! Bulbi geht ab! Der Plant ist ein guter Amiibo, das sehe ich. Schön! Bulbi geht richtig ab. Diese Plays, diese Reads. What the fuck? Wieso ist der Plant Amiibo so gut? Aber nicht unterschätzen, das sind, das kann wenige Hits sein von Eevee. Vor allem mit Downbee, die sie inzwischen ja sehr gerne nutzt. Der Upsmash tötet so früh, das ist auf einmal der Rückstand für Bulbi. Komplett ausgeglichen, Last Stock. Das ist definitiv nicht, was Bulbi gerade will. Und Ivy macht immer denselben Punish an der Ledge. Und Bulbi fällt immer drauf rein. Bulbi muss was Großes machen. Dieses Spike! Was für ein Match! Bulbi, absolut... Ich habe diesen Amiibo gestern trainiert und er ist so geil. Dieser Plant-Amiibo. Bulbi gewinnt das Match gegen Ivy. Und holt sich die Punkte. Und wo wurde ich gepinkt, Alter? Shinux gegen Latias. Der nächste elementare Kampf. Ein unfassbar entscheidender Kampf. Wenn Latias jetzt gut performt. Der Anfang ist gut für sie. Random Taunt. Aber Shinux Damage Output ist einfach ein gutes Stück besser. Das ist kein Geheimnis. Aber Latias mit schönen Punishes. Footstorm Forward Air. Die Führung ist nicht riesig, vor allem nicht für Shinux als Gegner. Latias macht ganz weirde Footstomps. Und beide sind auf Killprozenten. Oh mein Gott, das ist eine ganz dicke Neutral B. Aber der Spike, es ist schon wieder even. Vermutlich nicht mehr für lange, irgendwie Amiibo nehmen immer Damage, wenn der Gegner gerade respawnt. Dementsprechend ist es wichtig, den Stock früher zu ziehen. Ich dachte kurz, Latias hat keinen Jump. Die Amos hilft. Ein Trade, der für Latias nicht so gut ist, aber sie liegt gerade vorne. Es wird ein unfassbar closes Match. Es wird ein unfassbar closes Match. Der Kill, Latias liegt vorne. Schöner Confirm. Tötet ein Forward Throw? Ja! Ja, tut er. Latias, schöne Kombos. Unfassbar gute Führung gerade. Aber noch ist es nicht gewonnen.
Noch ist es nicht entschieden. Ein Hit kann es beenden. Tötet nicht! Das war's! Shinnok verliert auch! Shinnok verliert auch! Und das kann ich jetzt schon mal sagen. Man bekommt erst ab den Top 4 Punkte in diesem Turnier. Heißt, Nick Schrosma und Shinnok, die beiden Top-Favoriten, gehen beide leer aus. What the fuck? Ich guck mal, was jetzt eigentlich noch alles passieren kann. Aha. Mhm. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Und Shinnok ist raus. Moment, sehe ich das? Sehe ich das richtig? Nee. Nee, oder? Also, erstmal, ich glaube, damit hat jetzt auch nicht unbedingt jeder gerechnet. Das wird ein fucking intenses Tournament. Aber ich sehe auch gerade, es ergeben sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten, wer hier noch gewinnen kann. Hier haben jetzt teilweise eine Siegeschance, über die wir gar nicht geredet haben, über den Verlauf dieses Tournaments. Die gefühlt nicht existiert haben. Und auf einmal können sie das Ding hier holen. Nordecke gegen die dunkle Macht. Alter, Nordeckes Kombos in letzter Zeit. Meine Amiibo sind außer Floink alle auf Höchstform, sage ich, wie es ist. Oder sagen wir alle Relevanten. Genocide, naja, der war noch nicht gut. Schön! An sich natürlich großer Rückstand für Lord Ecke, aber der stirbt auch gefühlt auf 100 schon an allem. Und da ist der Lead. Digga, wir können diese Runde nicht only Upsets machen. Wir können nicht machen, dass Bulbi gegen Eevee gewinnt. Latias gegen Shinnok. Lord Ecke gegen die dunkle Macht. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei mir gegen Hydropi, was da der größere Upset wäre. Ich glaube, mein Sieg. Es ist unfassbar, was heute hier los ist. Dieses Königsturnier ist so intens. Lord Ecke ist im Rückstand. Schöne Up-Air-Chains. Beide treffen die Forward-Air. Die dunkle Macht kann noch recovern. Und da ist die Up-Air. Die dunkle Macht in Führung. Es ist ein... Und diese Matches sind so gut heute. Wovor ich gerade Angst habe. Lord Ecke. Oh mein Gott, was ein Spike. Ist einfach der selbstmordgefährdetste Amiibo. Sage ich, wie es ist. Wenn jetzt ein SD kommt, das wäre halt schon ein bisschen lame. Der Doppel-Up-Smash into F-Smash. True-Combo.mp4. 100%. Lord Ecke ist auf Kill-Prozenten. Die dunkle Macht noch nicht, aber Lord Ecke hat Kombos. Und Forward Air. Forward Air würde töten. Die Back Air der dunklen Macht trifft irgendwie und das war's. Die dunkle Macht ist weiter. Lord Ecke auch unfassbar gut dabei. Wir haben hier wirklich gute Matches. Und jetzt ist wieder Zeit für Fokus. Wir sind gleich im Halbfinale nach dieser Runde, in dem sich dann alles entscheidet. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, irgendwie Hydropi wird mich in die Hölle kombon. Und vor allem Down Air. Oder auch nicht. Er kommt nicht klar.
schöner Read von ihm, hat aber nicht geklappt. Könnt ihr die Tür zumachen? Okay, er wollte mich ganz mies fischen. Die Range von Bowsers Forward Air ist ein bisschen blöde. Und ich bin in einer guten Lage. Ich habe hier auch noch Chancen, das 1v1-Tournament zu gewinnen. Was zumindest noch ein bisschen Ehre für mich bringen würde. Wobei man sagt, dann mach ich die Tür selber zu. Wobei man auch sagen muss, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber es gibt, glaube ich, wirklich außer Floink heute keinen, der sich keine Ehre verdient hat hier. Schöner Confirm von ihm. Aber sorry, dir das sagen zu müssen, Hydropi. Das wird dich nicht mehr retten. Also. Damit kann ich schon mal jedem, der weiter ist, 5 Punkte eintragen. So viele gibt es nämlich für den Einzug ins Halbfinale. Man kann jetzt nur noch mehr bekommen. Und ich sehe von denen, die da sind, es wird so spannend. Es wird so spannend. Es kommt wirklich. Das ist was wirklich krasses. Ich dachte, dieses Turnier würde nur zwischen Nick Crossma und Shinox stattfinden. Und ich hau das jetzt so raus. Außer einem haben alle, die hier weiter sind, eine Tournament-Siegerschance. Nick Crossma und Shinox beide nicht mehr. Nick Crossma hat wirklich am Ende gefroht. Bulbi und Latias. Ein sehr wichtiges Match. Ein sehr wichtiges Match, wie alle, die noch kommen. Die Entscheidung steht bevor. Die beiden haben sich noch nie bekämpft. Oh mein Gott, schön! Und die Neutral Bee von Bulbi müsste eigentlich gegen den Insta-Drop unfassbar gut sein. Wenn richtig genutzt. Derzeit haben wir einen kleinen Lead und da ist er weg. Bulbi lässt sich zu sehr absmashen. Oh, Latias, guter Lead. Nach zwei unfassbar knappen Matches ihrerseits ist sie jetzt hier und strebt das Finale an. Aber Bulbi wird sich nicht so einfach geschlagen geben. Aber wenn Bulbi hier noch was holen will, muss langsam Kill kommen. Das ist viel Schaden, sehr viel Schaden. Digga, Latias. Latias rastet aus. Die will das hier holen. Die will das hier ganz dick holen. Ein ganzer Stock-Lead. Ich sage es, wie es ist. Wenn Bulbi hier gewinnt, hat sie gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. Gleiches gilt für Latias. Aber Latias spielt deutlich besser. Latias spielt gerade unfassbar gut. Das ist der Kampf ihrer Karriere. Das ist der Kampf ihrer Karriere. Sie geht so sehr ab. Bulbi müsste jetzt was ganz Dickes geschehen lassen und schafft es nicht. Latias ist weiter und bekommt noch mehr Punkte gut geschrieben. Und damit ist Latias im Finale des 1v1 Tournament. Ich und die dunkle Macht. Wenn ich jetzt gewinne, wäre das big. Aber die dunkle Macht ist ein so mächtiger Gegner.
Das war ein Missinput, das wollte ich nicht. Dankbarerweise hat die dunkle Macht mich nicht gepunished. Und ich lieg vorne. Das ist meine Chance. Nein, wie wurde ich gespiked? Ich bin gerade so nervös. Die dunkle Macht kann das easy zurückholen. Seht ihr, es ist wieder fast even. Ich hatte zu viel Angst, um auf den Clay zu gehen. Finale. Ich sehe. Ich glaube, den Punkt. Diesmal wird niemand im Finale sehen. Ich sehe den Punktestand. Ich gegen Latias. Ich glaube, dieses Finale hier hat niemand erwartet. Und wie gesagt, das wollte auch niemand sehen. So, Ruhe jetzt. Ich brauche Fokus. Latias ist ein fuckschwerer Gegner. Wir nehmen weiterhin die Musik von hier. Latias hatte gerade den Kampf ihrer Karriere. Jetzt muss ich diese Karriere beenden. Was ist mit dir? Jawohl! Unterschätze nicht Latias.
Und vor allem, weißt du, warum man dieses Finale sehen will? Weißt du, warum man dieses Finale sehen will? Ihr seht's bei der Endauswertung. Aber guck dir die Punkte an, dann siehst du, warum man das sehen will. Ich hab das Turnier gewonnen. Siehst du's? Siehst du's? Das hab ich mir schon gedacht, genau deswegen will das nicht sehen. Ich hab nicht gewonnen, wenn du das meinst. Guck mal hin. Ich konnte nicht mehr gewinnen. Ich war der einzige Halbfinalteilnehmer, der nicht mehr gewinnen konnte. Ja, gut. Und damit ist es Zeit, das Endergebnis bekannt zu geben. Und zwar, es ist kein Geheimnis, auf dem letzten Platz, schon ganz allein, einsam in der Kiste, 4 Punkte, Floink. Es ist nicht sein Turnier, er ist nicht zum Gutsein da, sondern zum Swing. Dann, der vorletzte Platz, 12. Er hat hier im 1v1, super, man sieht den halben Amiibo auf dem Screen. Er hat im 1v1 gut performt, konnte aber den Upset gegen Eevee nicht ganz schaffen. Darkrai 7 Punkte, Platz 12. Platz 11 mit 8 Punkten, meine ich. Platz 7, ich kann nicht reden, Platz 12 mit 7 Punkten. Ist der kleine Pisser hier weg? Ich hab die Kiste verfehlt. Die Kiste ist richtig. Warte, sehe ich das richtig? Platz 11? Alles klar. Platz 11. Eevee, what the fuck? Dieser Amiibo kann nix in Free for Alls und wurde von Bulby in Runde 2 geupsettet. Und daher keine gute Platzierung. Ich schreibe mir die Platzierung mal neben dran, dann ist es für mich. Jemand würde jetzt mit dem Feuerwerk zur Siegerehrung auf die Luft neben dir zielen und verfehlen. Ja, Platz 10 mit 10 Punkten passt ja auch. Sehe ich richtig? Ja, Platz 9. Nix Großes gemacht, nix Großes schiefgegangen. Lord Ecke gibt's nicht viel zu sagen. Punkt. Platz 9 für ihn. Trage ich kurz ein. Platz 8. Ja, nein, ich hätte fast was Falsches gesagt. Platz 8. Ich dachte, letztendlich wäre es für Hydropi doch noch ein bisschen besser gelaufen. Er hat ganz gut performt, aber das Turnier war, glaube ich, für ihn dann am Ende noch mal ein bisschen downfall. Platz 8 geht an Hydropi. Platz 7. Hydropi hatte 14 Punkte. Platz 7 hat 15, hätte ich mich fast verguckt. Günther hatte bessere Tage, aber hat heute trotzdem gut gekämpft. Hat sehr viel Gegenwehr geleistet, nur gegen Latias jetzt hier verloren, die aber auch abgegangen ist wie Kacke. Respektabler Platzierung für Günther. Nee, kommt gerade eine ganz lustige Idee. Ich könnte für das nächste Felix-Turnier ein leichtes Programm schreiben, mit dem du zum einen die Amiibos... Ich will jetzt weiter auswerten, also laber nicht. Also zweiten die Punkte immer eintragen. Also, erstmal gucken, passt das hier gerade? 1, 2, also wir haben noch 6 und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier noch 5, die keinen Rang angegeben haben und 6 fehlende Plätze. Irgendwas passt. Ah doch, dich habe ich übersehen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und von diesen 6 Stück auf dem letzten... Was? Platz 6 in diesem Turnier? Necrozma! What the fuck? Der war bis zur letzten Sekunde ein Siegesfavorit! Und wurde vom Turnier dann komplett gerammelt! Reingegangen in dieses Turnier ist er auf Platz 2 mit 2 Punkten Rückstand zu Shinox. Und jetzt ist er auf Platz 6 letztendlich. Und Platz 5 gerade auch schon erwähnt. Anderer Siegesfavorit Shinox! What the... Ich kann da nicht viel zu sagen.
die beiden haben sich die ganze Zeit um sie geprügelt, bekommen haben sie nichts. Platz 5. Platz 4 in dieser Rangliste. Alter, sehe ich das richtig? Ich bin fucking Jesus? Platz 4 in dieser Liste. Die dunkle Macht. Ja, ich glaube, das ist das beste Königsturnier für sie. Die Freefalls liefen besser als sonst. Und sie hat ein paar Punkte hier aus dem Turnier mitgenommen und Nick Schrossmas Sieg verhindert. Platz 3. Ich halt, ne? Der Turniersieg am Ende hat mich nochmal dick gepusht und einen Punkt hinter Platz 2 befördert. Oder eher gesagt, die beiden, Bulbi und Latias, teilen sich Platz 1 mit 24 Punkten. Dadurch, dass ich Latias jetzt noch besiegt habe, haben diese beiden Amiibo ein Unentschieden im Königsturnier. An sich würde ich jetzt wahrscheinlich noch ein Duell zwischen den beiden machen. Aber nur, wenn Latias nicht schon einen Platz im Legendenturnier hätte. Somit werde ich mir notieren, dass Latias einen kleinen Vorteil im Legendenturnier bekommt und Bulbi einzieht. Die beiden teilen sich den Sieg dieses Königsturniers. What the fuck? Königsturnier Nummer 4 hat 2 Gewinner. Einer davon gestern trainiert. Der andere davon hat schon eins gewonnen, bei dem er einen Tag vorher trainiert wurde. Weißt du, was dir gerade einfällt? Alte Amiibo sind offensichtlich scheiße. Wenn es Gleichstände gibt. Ich hab das wunderschön hingestellt, aber man sieht beide perfekt. Guck mal auf den Screen. Also man sieht nur die Hälfte von Bulbi und gar nichts von Latias. Wenn es den Gleichstände geben kann, kannst du dann auch 2 erste Plätze geben? Das, ja. Und was passiert aber mit dem Siegescreen? Du meinst wirklich hier in Smash? Ja. Genau gleichzeitig stirbt. Und wenn man Sudden Death genau gleichzeitig stirbt, gibt es da noch einen Sudden Death. Soweit ich weiß schon. Ja, go. Also, das war's dann. Das vierte Königsturnier ist nach langem auch mal rum. Langes wie, ach komm, um eine Minute hat sich noch ein drittes Video gesplittet. Scheiße. Ja, okay, ich muss eh Karten, dementsprechend ist es auch nicht mehr wichtig. Naja, es war das beste Königsturnier bisher. Ein einziges steht noch aus. Wer wird als letztes ins Legendenturnier einziehen? Ich notiere mir kurz hier die Sieger. Also für alle, die zugeschaut haben, danke, dass ihr euch das hier gegeben habt. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut. Ich habe nicht bereut, es zu veranstalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Die Amiibo-Saga nähert sich ihrem Ende. Bis bald und ciao.